Hallo, mein Name ist Doris Pichler und ich zeige euch heute, wie man so eine Eisverpackung macht. Und vorne sieht es so aus. Wenn man es dreht, da haben wir nur einen Kupf Eis, von hinten haben wir zwei Kupf Eis, da noch einen und das Ganze kann man oben öffnen und es ist Platz für ein Goldkügelchen darin. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Wir benötigen Farbkarton mit den Maßen 14,8 x 21 in etwa. Ich habe einfach mal einen halben A4 Karton genommen. Wir brauchen nicht das ganze Papier, aber mal zum Arbeiten, damit wir nicht irgendwo was abschneiden. Ich habe dann so Dreiecke ausgeschnitten und zwar mit den Stanzformen. Da haben wir es. Bestickte Dreiecke und da habe ich von diesen spitzen Dreiecken das dritte genommen. Ich sage euch die Maße noch einmal durch. Das ist ein gleichschenkeliges Dreieck, circa 4,3 und die Höhe 6,5. Die habe ich ausgeschnitten und dann noch durch einen Prägefolder gelassen und zwar der Prägefolder ist Textil. Mit Stil. Den habe ich verwendet. Das macht ein bisschen ein Waffelmuster. Das Ganze habe ich dann mit Savanne, einem Schwämmchen bearbeitet und die Ränder mit Wildleder. Der ganze Farbkarton ist Savanne. Ich nehme jetzt mal die Dreiecke her und lege sie mir so in etwa auf, wie sie dann geklebt werden, nur dass wir eine Vorstellung haben, ob sich es auch wirklich gut ausgeht. Also das sollte in etwa so ausschauen. Ich fange mal mit dem ersten an, das aufzukleben. Das heißt, das erste Dreieck, das klebe ich wirklich hier an den Rand. So auf. Hier habe ich die Spitze und das liegt so. Also wirklich einmal so herein. Dann nehme ich ein Falzbein. Oder einen Faltstift, hier beim Aufhebhelfer die kleinere Kugel einspannen und fahre einmal hier entlang mit dem Faltstift herunter. Dann nehme ich das zweite. Und klebe das hier daneben her. So, das kann man direkt draufkleben. Achtung, diese Dreiecke sind ein bisschen abgerundet, das heißt, ich habe da keinen Spitz, ein bisschen reingehen. Ich komme ein bisschen näher, dass man sieht, also dass das wirklich hier außen eine gerade Linie ergibt. Hier herunten ist es nicht ganz im Spitz, weil es abgerundet ist. Gut, wieder das Falzbein zur Hand nehmen, hier entlang falzen. Nächste aufkleben. Und hier auch wieder außen schauen, dass es abschließt. Hier herinnen komme ich immer ein bisschen weiter rein, da es abgerundet ist. So, Falzbein, Falzstift nehmen, wieder hier umknicken und das letzte draufkleben. So, drehe ich es mal kurz um, fahre mit dem Falzbein drüber, dass es auch wirklich gut klebt. Dann jetzt einmal rundherum mit dem Falzstift fahren, also einmal hier und auch die Außenkanten. So. Jetzt müssen wir ein bisschen was dazu zeichnen, damit es sich ausgeht. Dafür am besten ein Geodreieck zur Hand nehmen. So. Legen wir uns jetzt wieder so her, wie wir es aufgeklebt haben. Das heißt, hier kommt ein Zentimeter dazu als Klebelasche. Das heißt, ich gehe vom Rand einen Zentimeter und zeichne mir hier ein, wie ich es abschneiden werde. Ein bisschen so schräg,
und hier noch ein bisschen stärker schräg, damit wir das zusammenkleben können. Beim nächsten nehme ich jetzt so circa 1,5 cm Abstand. Dann lasse ich hier einmal aus. Ich mache ein kleines Kreuzerl her. Ich gehe hier herüber und mache wieder bei 1,5 cm eine Gerade. Das sind unsere Einstecklaschen und da können wir auch ein bisschen so schräg das einzeichnen. Können wir dann noch nacharbeiten. Ein bisschen schräg. Und hier bei dem mittleren müssen wir aufpassen, das muss jetzt ganz gerade werden. Das heißt, hier komplett genau abmessen. Ich schaue da jetzt kurz rein. Wieder ein Stückchen. Das heißt, das sind wirklich 4,3. Und ich mache da im rechten Winkel jetzt, zeichne ich mir 4,3 cm da herein. Ein bisschen drüber noch. 4,3 und dann bei 5,3 den nächsten Strick. Umdrehen und wieder im rechten Winkel einzeichnen. 4,3 und 5,3. So, die können wir jetzt verbinden. Schaut ein bisschen schief aus und so ist es auch. Ja, nochmal korrigieren, dass das gerade ist da oben. Lieber noch einmal nachmessen. So, da. Und die untere Linie, die wir bei 4,3 gemacht haben, das ist wieder unsere Falzlinie. Da auch schauen, dass die im rechten Winkel ist. Irgendwo haben wir ein bisschen verzeichnet. So. Okay, und das können wir jetzt einmal ausschneiden. Das heißt, diese Rundung da, die nehmen wir mit. Ein kleines bisschen so einfach da ausschneiden. Eine Rundung. Tun wir uns beim Zusammenkleben leichter. Dann die Schräge hier herauf. Entfernung. Dann hier bis zur Spitze schneiden. Und hier ein Stück rausschneiden. Leicht schräg. Beim Schluss wieder ein bisschen schräg und das allerletzte, das können wir komplett wegschneiden. So. Die Skizze zeichne ich euch genau wieder ein, welche Maße wo zu nehmen sind. Dann überschüssige Radiergummistriche wegradieren. Und jetzt knicken. Die haben wir überall schon davor vorgefalzt, das geht wie von selber. Ich arbeite da jetzt nicht mit dem Falzbein, weil mir sonst diese geprägten Sachen wieder komplett flach werden. So, nur da am Eck, da probiere ich jetzt noch einmal, dass das da wirklich, es geht sich aus da mit dem Schneiden zur nächsten Falzlinie hin, so mit dem Kleben und dann die anderen Teile auch noch umbiegen einmal. Hier entlang dieses. So, hier wir haben jetzt noch die Ecken abrunden. Da hole ich den Eckenabrunder. Alle Dinge, die ich da verwende, schreibe ich wieder in meinem Blog zusammen, damit ihr das auch wirklich nachbasteln könnt. So, jetzt habe ich hier die Ecken abgerundet. Also mal zur Seite. Und nehmen den Kleber zur Hand.
Das heißt, einmal Kleber hier entlang die Glasche. Da in die Spitze ganz wenig nur noch vorschieben. Also nicht wirklich draufdrücken, sondern den Kleber nur noch vorschieben da an der Ecke. Und den Kleber nehmen wir auch noch zur Hand. So, dass es ein bisschen besser geht. Also in die Ecken nur reinschieben, damit man da nicht so viel hat und es dann überquillt. Ganz wenig Kleber nur. Dann nehme ich das Ganze hoch, auf einer Seite reinklappen, dieser Seite zurückklappen und es sollte jetzt halbwegs zusammenpassen. Jawohl. So, man kann es dann nochmal in diese Richtung quetschen. Dann schaut jetzt so aus. Diese beiden Teile nach innen klappen und den Deckel darüber. So, passt perfekt. Jetzt fehlt noch nur mehr das Eis drauf, damit wir wirklich eine Eisbox haben. Da habe ich schon jede Menge vorbereitet. Eis auf Vorrat. Ups. Und was haben wir in? Ihr habt Eis in Mango, in Wassermelone, in Kirschblüte, in Heideblüte, Zimteis, Brombeereis. Noch irgendwo habe ich was. Da habe ich noch in Bonbonrosa. Ich will immer Zuckerrosa sagen, weil Bonbons gibt es eigentlich bei uns nicht. Bei uns heißt es Zuckerl. Und dann habe ich noch Etikett gestempelt. Das habe ich aus dem Stempelset. Ich hole es gleich. Das ist da drauf. Dankesgrüße. Und da gibt es dieses Etikett, also auch die Stanzform dazu. Das habe ich da in Zimtbraun gestempelt. Und der Spruch, der stammt aus dem Stempelset Eiszeit. Wie auch die Eiskugeln. So, und jetzt möchte ich das da herumtrapieren. Wie gesagt, da habe ich noch jede Menge Vorrat für weitere Boxen und Kärtchen. Das werde ich jetzt eventuell als hinten nehmen. Da wäre immer noch was. Ah, braucht man nicht ausstanzen. Glaubt das. Na, wenn wir dann das Eis drauf haben, werde da noch ein kleines Eck rausstanzen mit einer Kreisstanze. Und zwar mache ich das hier an der Stelle. Ich knicke einmal diese Lasche um und zeichne mir da die Mitte ein. An der Kante. Was haben wir denn da? So. Das ist die Mitte. Da stanze ich mir so ein paar Millimeter, 3 Millimeter, nicht zu viel mittig heraus, nur damit ich ein bisschen ein Eingriffsloch habe. Okay, und wieder schließen. So. Da muss man noch ein bisschen Kleber ins Eck geben, das ist jetzt aufgegangen. Hier noch ein Tipp zwischendurch, wenn oben der Deckel nicht gut halten soll, weil da vielleicht nicht ganz perfekt geschnitten wurde, damit es auch hier hält, kann man hier nur auf die Lasche etwas Kleber, ganz wenig Kleber drauf geben. Ihr seht es da, den Kleber. Und das Ganze trocknen lassen. Dann ist es wie ein Post-it, das nicht wirklich mehr sehr gut hält. Dann kann man das Ganze wieder schließen, zudrücken. Wenn es dann noch immer nicht hält, hier mit dem Falzbein hereinfahren und das ein bisschen da hier andrücken und dann geht es gleich nicht mehr auf. Und es lässt sich aber auch wieder ganz einfach öffnen. Mit dem Finger in die Lasche hinein und es ist offen. So, jetzt schauen wir, ob so ein Goldkügelchen hineinpasst. Das ist sehr knapp, aber doch, das geht. Vielleicht mit einem Salzburger Goldkügelchen noch ein bisschen leichter. Und schließen. Hier, ja, das passt gut rein. Kein Problem. Und jetzt das Eis drauf drapieren. Also hier ist meine Öffnung, das will ich vielleicht nach hinten haben. Dann
Also da dieses Zuckerrosa ist schon ganz toll. Ups, so drauf. Also vorne und hinten mache ich so doppelte, vielleicht auch noch ein dreifaches. Schauen wir mal. Besser Kleber. Hier herunter. Brombeer im Hintergrund. So. Vielleicht da noch seitlich ein Klecks her, damit es auf dem Brombeer hält. Zuckerrosa darüber. War genau die falsche Seite. Da kleben wir es zusammen. Immer darauf achten, immer wenn man es so drauf haben will, zum Kleben so runterkippt man, also nach unten spiegeln, damit man sich da mit der Seite nicht vertut, wie es mir jetzt passiert ist. So, das zweite Kugel daher. Ein klein wenig schräg. So, das ist meine Vorderseite. Auf der Rückseite nehme ich Zimt und beide Tüte. Hier auch wieder das Zimt vielleicht im Hintergrund. So herunterkippen, wie wir es draufkleben wollen. Bisschen schräg. Zweites hier und hier den Kleber. Man lernt ja dazu. Und schön drapieren. Jetzt nehmen wir es zur Seite und da hat jetzt immer nur eines Platz dazwischen. Dann nehme ich jetzt einmal Mango. Okay. Und auf der anderen Seite Kirschblüte. Gut, wir können jetzt uns nur überlegen, ob wir da noch drüber irgendein Eis geben. Ein drittes, zumindest auf der Vorderseite. Mango. Schauen wir mal. Dahinter. Und so eine Kugel drauf oder davor. So schwierige Entscheidungen. Nein, ich klebe es dahinter her. Ich klebe es davor. So. Jetzt noch der Spruch zum Schluss anbringen. Ich glaube, da nehme ich ein Menschenmaus her. So, ein Dimensional in der Mitte reicht. Und dann hier so drüber. Fertig ist unsere Eisverpackung. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Bis später, eure Doris.